Hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Teil der neuen Reihe Let's Animate. Ich hatte euch ja im letzten Video bereits erklärt, dass meine nächste Animation in Frankreich spielen soll. Dafür brauchen wir natürlich auch ein Set und genau damit fangen wir heute an. Viel Spaß! Der Hauptteil der Animation soll auf ländlichem Gebiet spielen. Wahrscheinlich werden zwar auch ein paar Häuser zu sehen sein, aber eine Mischung aus Wald und Feld dürfte doch dominieren. Hierfür fehlen mir allerdings noch jede Menge Steine. Ich besitze nämlich hauptsächlich sandfarbene und braune Steine. Grüne Steine sind bis jetzt noch Mangelware. Außerdem fehlten mir bis jetzt immer selbstgebaute Bäume. Da ich die Bäume von Lego ziemlich hässlich finde, werde ich sie nicht benutzen. Stattdessen habe ich eine Bricklink-Bestellung bei dem Store Marlenes Spiele und Steine getätigt und die dafür benötigten Teile besorgt. Besonders wichtig sind natürlich die Lego-Blätter. Ich habe mir also von den großen Lego-Blättern 20 in grün, 10 in dunkelgrün, 10 in dunkelorange und 5 in dunkelrot bestellt. Dazu kommen noch 20 kleine olivgrüne Blätter. Zusammen mit den Blättern, die ich bereits besitze, sollte das ausreichen, um genug Bäume zu bauen. Auf dem Boden brauche ich aber natürlich auch Vegetation. Hierfür habe ich mir noch 50 Pflanzen in grün und 16 in olivgrün dazu bestellt. Von diesen Teilen hatte ich zum Glück schon einige. Für den Stamm eines Baumes habe ich noch diverse braune Steine und Plates besorgt. Außerdem ein paar hell- und dunkelgraue Plates für Details an Häusern. Als kleines Extra kaufte ich auch noch ein paar Flex-Tubes. Die kann man eigentlich immer mal wieder für diverse Fahrzeuge benutzen. Dann fing ich an, ein paar kleine Bäume aufzubauen. Und das ist dabei am Ende rumgekommen. Ich bin auf jeden Fall noch nicht so wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Das Ganze war doch ein wenig schwieriger als gedacht. Ich werde die Bäume deswegen wahrscheinlich noch ein bisschen überarbeiten. Sollte allerdings dabei auch nicht vergessen, dass sie ja lediglich im Hintergrund stehen und wohl nicht viel zu sehen sein werden. Über ein paar hilfreiche Tipps würde ich mich aber natürlich trotzdem freuen. Ich werde jetzt noch weitere Bricklink-Bestellungen tätigen müssen und euch natürlich beim Fortschritt des Projekts auf dem Laufenden halten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!